Wer bietet mehr? Sven. Nein? Ja, bin da. Okay. Sven ist wieder mittendrin eingeschlafen. Alles klar. 3, 2, 1. Ladies and Gentlemen, neues Setup mit Wer bietet mehr? Wer, ist das geil? Was ist das geil? Da könnte man ein Like für da lassen. Das ist so geil, da wächst mir sogar ein Schnurri. So. Auf jeden Fall. Mit dabei. Die Kandidaten seht ihr gerade nicht, ja? Das ist voll krass. Also nur alles neu. Ihr wisst gar nicht, wer dabei sein könnte, ja? Das kann jeder sein. Vielleicht ist es Thomas Gottschalk, wer weiß. Aber, nein, es geht nicht anders. Wir müssen einfach die Titelverteidiger schlechthin hier haben. Kandidat Nummer 1 ist bisher ungeschlagen. Hat eine Quote von 1,01 im Bettbüro, ja? Sein Name ist Bernd. Hallo Bernd. Moin. Ja? Na Bernd, was sagst du? Deine Chancen? Wie schätzt du die ein? Wie du gesagt hast, die Quoten sind ziemlich klein bei mir. Also, es steht gut, dass ich den Titel mir wieder zurückhole. Aber ich könnte es Sven auch mal einmal und dann nie wieder. Und damit hat Bernd schon angekündigt: Kandidat Nummer 2 ist der bisher jedes Mal Silber geholte im Wer bietet mehr? Sven. Schön. Hallo Sven. Wie gehst du heute ran? Hast du neue Taktiken entwickelt seit dem letzten Mal, oder? Nee, also... Kubi... Funk. Alles klar. Ja, also Sven, ich weiß nicht, was mit deinem Mikrofon nicht stimmt, aber du bist so oft abgehakt. Hä? Hey? Ja, jetzt geht's wieder. Den sagst du, den echt kommt man wieder hören, ja. Ja. Vielleicht musst du dein Mikrofon mal ein bisschen auf sensibler stellen, dass es schneller greift oder so. Ja, oder bei Discord irgendwie sensibler stellen oder so. Besser. Ja. Die automatische Einstellung, das hatten wir ja bei mir auch gehabt. Dass mal das Ende nicht ankam und Bernd sich dann irgendwie mal, oder du, dann sich das mal ausdenken musst. Vermutlich hat er das gesagt. Also sag ich einfach mal jo. Auf jeden Fall, heute haben wir wieder 3 Spiele. Die Erklärung habt ihr jetzt. Warte, ist es besser oder? Jetzt, ja. Den Satz, die ganze Frage kommt man verstehen, ja. Also ja. Sven hat auch Bock. So, was haltet ihr denn von Spiel Nummer 1? Seid ihr schon mal angetan? Es ist die Top 20 der mobilen Internetangebote nach Aufrufen im Jahr, also Monat September 2019 laut Statista.de. Ich habe eine Frage. Darf ich jetzt nämlich was meinst du mit Internet? Das ist meine Frage. Das heißt, im September geht es ja erstmal drum, was man mit dem Handy so gegoogelt hat. Also welche Internetseite man mit dem Handy welche Internetseiten man am öftesten gegoogelt hat. Ja genau, es geht die Internetseiten auf mobil, also quasi Handy, vielleicht mal Tablet und so, könnte auch mit reinzählen, aber auf jeden Fall Handy, Smartphone. Und dann möchte ich einfach von euch wissen, gegoogelt hat. Genau, also was am meisten aufgerufen wurde. Also Apps zählen nicht. Also wirklich nur Google. Aufgerufen. Also Apps zählen mit rein. Will ich mal korrigieren. Also okay, Apps sind doch mit rein. Ja, Apps sind, werden auch hier aufgerufen. Das sind mit drin. Puh. Und zum Beispiel, bevor ich euch dann gleich in eure 5 Minuten gebe. Einmal noch die kurze Erklärung, dass ich zum Beispiel das immer genau haben möchte, was sie mir jetzt sagt. Also dann bitte das genau. Zum Beispiel, wenn jetzt All-In drin ist und ihr sagt mir All-In TV, dann kann ich das zum Beispiel nicht zählen lassen. Weil zum Beispiel, es sei denn, wenn es im Zweifelsfall doppelt drin ist. Hm? Wenn ihr mir aber zum Beispiel jetzt. Nee, Quatsch. Also doch, wenn All-In drin steht, ne? Ja. Und ihr sagt mir All-In TV und es steht nichts anderes von All-In drin, dann würde das zum Beispiel zählen. Weil ich dann zum Beispiel weiß, okay, meint halt All-In. Dann ist, also besser ihr sagt mir dazu genau als andersrum. Zum Beispiel All-In TV ist drin, aber ihr sagt mir All-In. Ja. Dann würde ich das im Zweifelsfall nicht zählen lassen, wenn zum Beispiel jetzt auch noch der Fall auftritt, dass Best of All-In drin ist oder so. Das kann man irgendwie nachvollziehen. Also besser ein bisschen genauer als zu grob. Aber okay. So ist es, glaube ich, am besten gesagt. Ja, mal gucken. Und die Top 20, weil es gibt nicht mehr als 20, also die Auflistung ging bis da nicht weiter. Deswegen so klar, so zumal zum Einstieg, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Okay. Guti, habt ihr noch Fragen? Wie denn? Ich habe es eigentlich soweit verstanden. Guti.
Dann gebe ich euch jetzt eure 5 Minuten. Die Zuschauer sehen diesmal auf den Timer. Alles mega krass hier. Dann verschiebe ich euch mal. So, Ben verschoben. Dich behalte hier. Sven, deine Taktik. Erzähl. Raten. Also Apps, also gerade eben was noch beim Munk. Also. Ja, also bei Apps, also so wie ich das jetzt bekommen habe, darf ich auch Apps aufschreiben. Du kannst auch Apps aufschreiben. Es muss halt aufgerufen werden. Genau. Also da kann ich ja auf jeden Fall raten. Also da gibt es ein paar, die wirklich safe sind. Ja. Also zum Beispiel, es zählt auch nicht, wie viele verschiedene Menschen, es zählen halt wirklich nur die Aufrufe. Ja. Also würde WhatsApp aber auch zählen, oder? Weil ist da eine App, aber nur so Social Media Scheiß. So WhatsApp würde ich jetzt zum Beispiel nicht mit reinziehen, sagen wir es. Das nicht, okay. Das ist nämlich wichtig zu wissen. Genau. Also ich kann dir auf jeden Fall so mal sagen, es geht halt erstmal nur um Deutschland. Ja. Und auf Platz 1, ich sag jetzt so bescheuert nicht was, aber es hat 423 Millionen Aufrufe. Okay, dann... Weißt du schon mal Bescheid, dass ungefähr jeder Deutsche die Seite im Durchschnitt 4 Mal aufgerufen hat. Ja. Im Monat. Aber Top 20, da kann... Man hat weniger Spielraum, aber... Vielleicht fallen da auch einfach mehrere Sachen ein. Man muss auch einfach bedenken, okay, wie tickt Deutschland? Das hilft schon viel, muss ich sagen. Ja, Google, bei Google eingeben. Ja, was. Ja, es gibt, wie gesagt, was am meisten aufgerufen. Muss ja nicht zum Beispiel unbedingt durch Google, wenn zum Beispiel jetzt irgendeine bestimmte App drauf ist. Ja, okay. Ne? Gespannt, was noch zu kommen wird. Suchmaschinen sind übrigens auch nicht, der zählt halt auch nicht, ne? Also Suchmaschinen zählen nicht, okay. Nee, also zum Beispiel Google selber halt nicht, sondern halt wirklich nur die Seiten selber. Gut, dann gut. Ist es auch gut zu wissen. Alles klar. Hast ja noch ein paar. So. Ja. Gudi, Bernd, deine geile Taktik. Meine Taktik. Ich habe bis jetzt 5, also ich gut, weiß nicht, was da, ich weiß nicht, was da drin ist. Ich lösche deine 5 jetzt nicht, also es geht erstmal nur um Deutschland, ne? Also innerhalb von Deutschland. Ja. Und so was, zum Beispiel Suchmaschinen selber wie Google oder so nicht, also wirklich so die Webseiten selber. Okay. Du, keine Ahnung. Ich glaube, ich lasse Sven das gleich machen. Das ist meine Taktik. Ja, man muss auf jeden Fall erstmal wissen, wie Deutschland so tickt. Also wenn man sich das so anguckt, es geht so, es hat eigentlich so eine bestimmte Richtung. Auf Platz 1 hat auf jeden Fall 423 Millionen Aufrufe im September erreicht. Nur im September? Ja. Alter. Finde ich auf jeden Fall auch heftig. Aber man erkennt auf jeden Fall, also... Ich, von den 20 könnte ich dir zum Beispiel sagen 17 ungefähr erklären, was das ist. Also 17 erklären, was das ist. Ja, bei 3 könnte ich das zum Beispiel, wäre ich zum Beispiel nicht drauf gekommen, weil ich zum Beispiel jetzt auch nicht das aufrufe oder kenne. Okay. Also man kann es wissen, ist natürlich aber schwierig. Ja, also ich habe jetzt so überlegt, was habe ich so an Apps auf mein Handy und wo gehe ich am öftesten drauf? Die habe ich bis jetzt aufgeschrieben. Also. Auf jeden Fall muss das dann natürlich auch eine Webseite im eigentlichen Fall haben. Also so Insta oder WhatsApp ist zum Beispiel ja nicht. Weil das nee, Beispiel, also ne? Ich habe schon mit. Okay. Ja. Weißt du, wenn man muss sich dann erstmal, okay, WhatsApp kann ich wieder streichen. Dann habe ich direkt erstmal Mad gemacht. Ja, aber 2 Minuten hast du ja noch. 2 Minuten habe ich nur noch? Ja. Alter. Okay, vielleicht, gut. Vielleicht mache ich noch 3 raus, mal gucken. Mir reichen vielleicht 2 auch. Ja. Aber bei deiner Taktik reichen auch 2, das stimmt. Wenn du dabei bleibst. wir losen da gleich erstmal aus, wer zuerst. Ja, genau. Ich kann schon mal so ein Zufallsding einfach mal aufrufen. Wer zuerst mit Bieten anfängt. Ja, gut. Dann guck ich nochmal kurz, ob Sven seine Taktik schon geändert hat. So, Sven. Hast du schon 20? Ja. Nee. Noch nicht? Nee, ich hab vorhin jetzt etwa 12. Ja, aber mal hin.
kann ja. Auf jeden Fall, also gleich auf jeden Fall wird erstmal ausgelost, damit du weißt, wer gleich startet. Das wird dann gleich durch Zufall. Wie losen wir das denn aus? Ja, ich Zufallsgenerator 1 bis 10 und wenn näher dran ist, fängt an. Okay, okay. So einfach wird das gemacht. Braucht man sich nichts Großartiges ausdenken. Gut. Ich schreibe jetzt einfach noch ein paar auf. Ja, wird schon, Sven. Immerhin eine Minute hast du. Ja, gut. Die werden mich auch nicht mehr retten. Nicht? Ich bin überlegen, ob ich Ben in so eine Falle lock, weißt du? Ja. Und das sagen, also dass ich zum Beispiel jetzt mit 5 anfange, dann gebe ich ihm 6, also der wird auf jeden Fall drauf gehen. Ja. Und da werde ich wahrscheinlich sagen, hier, mach mal. Aber das ist halt in sich eine leichte Kategorie. Wurde 12 fast. Immer. Ja, also wenn, also ich glaube, die Schwierigkeit bei der Kategorie ist halt wirklich, jetzt zu wissen, was dahinter steckt. Wenn du jetzt ungefähr die Richtung hast, dann ist es, denke ich mal, nicht so schwierig. Mhm, also wirklich, die erstmal in die Richtung kommen, das ist das Schwierige, finde ich. Genau. Wenn ich falsch bin, dann habe ich Probleme. Weil das sind alles Seiten, wo ich dir zum Beispiel sagen kann, okay, kennst du. Zumindest so von den 20 kennst du es, würde ich sagen, 17 hast du schon mal gehört. 17, ja. Netflix, ja. Würde das eigentlich zählen? Nee. Theoretisch? Nee. Das nicht? Nee. Achso. Weißt du, an sich doch auch eine Handy-App, oder nicht? Ja, aber es geht ja wirklich, wie gesagt, um Mobil und Netflix ist ja auch so mehr jetzt so mit Stick oder was weiß ich nicht alles. Also, das ja, okay, ist ja schon mehr in der Richtung. Ah, dann habe ich ein Problem. Da ein großes Programm wieder starten. Also Platz 16 hat zum Beispiel noch 64 Millionen Aufrufe. Okay. Also, ja, also zwei Drittel der... Handy spielen. Zählt das auch so wie jetzt Pokémon Go oder ist also wirklich, das auch also es geht ja um Webseiten, Internetseiten. Okay, okay, dann ist das auch so gut. Weil falls du die Pokémon-Webseite denkst, okay, ja, auf jeden Fall jeder zweite Deutsche macht das. Da kann es noch drin. Dann kann es noch drin sein, rein theoretisch. Also, wie gesagt, Fans, denke ich bestimmt, dass da viele Leute aufgehen. Ja, meinst du so 40 Millionen Aufrufe im September? Boah, 40 Millionen sind, glaube ich, nicht mal drin. Also, ich glaube, es müssen schon mehr als halb Deutschland mit so gesehen. Okay, dann streich ich es wieder. Aber hast du noch 10 Sekunden, alles gut. Ja, ich habe nichts mehr. Alles gut. 5, 4, 3, 2, ich habe mir kein Timer gestellt, die Runde, ich bin am Schätzen. So. Alles klar. Gut, ich zieh Bernd mal. Jo, cool, gut. So, Bernd. Ah. Ja. Hast du alle 100? 150 habe ich sogar. 150 hatte ich sogar. Geil. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Aber wie gesagt, die Top 20 reichen ja. Muss also, okay. Mal gucken. ihr dürft mir auf jeden Fall gleich beide per Discord schreibt ihr mir bei der besten einfach mal eine Zahl zwischen 1 und 10. Und wenn er dran ist, der kriegt dann darf dann anfangen. Achso, dir privat, ne? Ja. Ich meine, ihr könnt auch einfach gleichzeitig in dem Online-Chat. Ja, ich kann auch runterzählen. Also drauf. Oh, ich hab schon so. Dir eine Zahl geschickt. Ja, okay. Sven? Oder, ja? Ich hab auch. Alles klar. Ben darf anfangen. Ah! Okay, die Zahl war eine 7. Ah, ich habe eine 6 genommen, okay. Ja. Okay, dann biete ich dir 3 an. Okay, Sven startet mit 3. Was bietet denn Sven? 5. Puh, ich muss erst mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich sag 7. Einen Moment. Komm, 8. 8 von Sven? 8, sagt Sven. Ben am Struggeln. Ich hab 8. Ich sag noch 9, sag ich noch. Und ich sag viel Spaß, Bernd. Okay, danke. Okay, fang ich an. Also schon mal, bevor du anfängst, Bernd, nochmal kurze Info für den. Wer nach 2 Runden letzter ist, der muss auf jeden Fall mindestens den Abstand schon mal nennen, dass du das auf jeden Fall schon mal bist. Wie Abstand, hä?
Ja, weil zum Beispiel. Also wenn ich jetzt nach zwei Runden 18 Punkte gesammelt habe, musst du in der letzten Runde 18 sagen, zum Beispiel. Genau, wenn Ben sinkt oder wenn Ben halt 8, beziehungsweise wenn Ben halt 18 Punkte Vorsprung hat, musst du halt mit 18 zum Beispiel anfangen. Mit, dann wird mit von da aus gestartet. Genau. Okay, krass. Ja, sonst bringt das ja nichts. Genau, weil sonst wäre es ja halt komplett lame. Mein Ben könnte zum Beispiel ja immer, hätte dann immer noch die Gelegenheit zu sagen, ja komm, ich mach das jetzt auch, aber dann ist auf jeden Fall noch alles drin. So, Bernd, ich unterbreche dich jetzt nicht mehr. Jetzt darfst du mir 20 geile Webseiten nennen, die per Handy aufrufen werden. Kicker. Kicker.de? Denk ich mal, meinst du? Boah, könnte knapp drin sein, auf Platz 5. Ist schon mal der Erste. Gut. Kicker.de. Kicker.de. Dann habe ich Wetter.com, weil ich da auch jeden Tag drauf bin. Goodie. Wetter.com. Also in der Woche. Am Wochenende ist mir das egal, aber. Mal einen Blick. Ja, hast Glück gehabt. Ja? Oh, okay. Auf Platz 7. Dann fehlt nur noch 7. Wo ich auch oft drauf bin, ist eBay Kleinanzeigen. eBay Kleinanzeigen. Ja. Da bist du drin. Ja. Platz 1. Okay. Okay. Das wird viel genutzt. Also das ist schon heftig. So, ich. Ja. Und ich dachte mir. Zum Beispiel wenn's... so oft im September. Alter. Ja. Okay. Jeder Deutsche ruft das viermal auf. Ich öffne das am Tag, glaube ich, dreimal. Ja, okay. Versehen. Einfach nur auf die Startseite zu gucken, mal, was ist in der Nähe wieder reingekommen. Bin da 5 Minuten drauf und dann gehe ich wieder raus. Was, glaube ich, auch noch ziemlich heftig ist, ist eBay. Moment, das kam bei mir abgehakt. eBay normal? eBay. Einfach nur normal eBay. Normales eBay. Das ist ein erstes Kreuz. Boah, hätte ich aber auch gesagt jetzt. Also per Handy wohl nicht so krass. Okay, normales eBay nicht. eBay Kleinanzeigen, Wetter habe ich. Mobile.de. Mobile.de. Hast du auf der 18. Boah. Krass. Hast du schon mal fast die Hälfte. Aber ein Fehler da hast du ja noch. Ich habe also, noch Twitch. Twitch? Ja. Twitch.tv. Bist du auch oft jeden Tag drauf? Nee, ich bin bei Twitch gar nicht so oft drauf, aber viele sind halt auf Twitch. Also. Ja. Ich weiß, die Zeit kann ich dir jetzt nicht sagen, aber für Platz 2 hat es gereicht. Okay, gut. Twitch.tv. Damit hat Bernd schon 5 von 9. 4 brauchst du. Spiegel Online. Spiegel Online. Platz 15. Puh. Dann hast du schon mal 6 von 9. 3 brauchst du noch. Okay. Dann habe ich noch Autoscout24. Wenn viele auf mobile sind, also einige nehmen auch Autoscout. Du weißt ja, mobile ist schon auf Platz 18. Ne? Würdest du es höher oder schlechter einschätzen? Also ich bin lieber auf mobile.de, aber ich weiß nicht, wie andere Leute so ticken. Ja, die sind auf jeden Fall etwas auch eher. Also das ist auf Platz 19 von 20. Alter. Wenn eben am Limit. Oh, jetzt hab ich die 19 weggemacht. Jetzt weiß niemand, dass es auf Platz 19 ist. Furchtbar. Jetzt habe ich 7 habe ich jetzt, ne? Ja. Zum Ende noch ein Fehler hast du. Kannst du noch leisten. Okay. ntv.de. NTV, sagt der Bernd. Platz 13, NTV. Okay, jetzt muss ich mal einen irgendwie aus dem Finger saugen. Ich habe eigentlich gehofft. Von 9 hast du. Einen Fehler das machen, einen brauchst du zum richtig. Okay, ich hau einfach raus. Amazon. Amazon. Zweites Kreuz. Oh, Amazon ist nicht dabei. Ja, nicht dabei. Hätte ich. Ich hab's auch aufgeschrieben. Benutzt ihr das mehr über Handy als über PC? Ja. Null bei Handy. Ah, krass. Okay, hauptsächlich Handy. Okay, gut. Lass mich kurz überlegen. Ja, jetzt musst du natürlich... NTV Spiegel.
Entweder richtig, entweder kriegst du jetzt 9 Punkte bei der nächsten Antwort oder Sven. Das machst du extra spannend, ich merke das. Ja. Nur für okay, euch, komm. Ich könnte mal ein Like für lassen. Ah, wie heißt dieser eine? Spiegel habe ich, NTV. Fokus. Fokus. Wenn die Antwort richtig ist, Bernd, dann kriegst du 9 schöne Punkte. Wenn nicht, kriegst du, wenn du 9 schöne Punkte. Ja, dann hole ich in den anderen 2 Runden. Aber ist auf Platz 10. Oh! Oh Gott. Alter. Ja, das hat mich so getriggert, dass eBay und Amazon nicht drin sind. Ja, das ist, vor allem ist das die Mail. Focus Online Mail. Focus Online Mail. Achso, Focus hat mir da in dem Fall gereicht, oder wie? Ja, weil es halt nicht doppelt aufgetaucht ist. Da meinte ich voll. Gut. Im Zweifelsfall. Ist da überhaupt irgendwas doppelt aufgetaucht? Ja, das. Habt ihr sonst noch was? Oder soll ich es auch so auflösen? Nee, ich hab nichts. Also, das heißt, okay. Ich war schon am Saugen. Ja, ich war schon. Ja. Also, ich hätte noch Twitter gehabt. Nö. Ist eine App. Zählt doch trotzdem App, oder nicht? Könnte zählen, aber ist nicht genug. Und YouTube? Auch nicht drin. Okay, dann. Das habe ich auch erst aufgeschrieben. Das hatte ich auch noch aufgeschrieben. Aber Twitch ist dabei und YouTube halt nicht. Das fand ich auch krass, als ich das rausgesucht habe. Ja, als ich Amazon nicht drin war. Netflix hätte ich noch gehabt. Auch nicht dabei. Auf jeden Fall TZ Online Mobile. Wer kennt's nicht? Nutzt jeder. Ja, genau. Nutze ich jeden Tag. Auf der 20. Auf der wunderschönen Zahl, die es jemals gegeben hat, der 17. Ist natürlich wunderschön. Merkur.de. Mobile. Oh, hier Glücksspiel, genau. Auf Platz 17. Dann auf Platz 16. Weil Bernd eBay Kleinanzeigen gesagt hat. Pass auf. Bernd regt. Jetzt in dem Moment regt Bernd sich auf. Kleinanzeigen. Pass auf. Mobile. Die Mobile-Ansicht. Echt jetzt? Ja, jetzt mal für 2 mit eBay Kleinanzeigen und dann noch Mobile sein. Es gibt normale eBay Kleinanzeigen und Mobile-Version. Normal extra. Da hat man unterschieden. Fand ich auch krass. Oh, scheuert. Normal eBay ist nicht. Krass. Was? Ja. Egal, weiter. Du hast 9 Punkte mehr, willst du? Ja, ich hab 9 Punkte. Dann benutzt Sven, glaube ich, jeden Tag Funke Medien. Was ist das? Ich schätze mal auch irgendwie nachrichtenmäßig NRW. Ah, okay. Also, NRW, ja. Okay. Und dann natürlich auch Mobile. Richtig. Auf der 12, Nachrichten sind geil, Nachrichten sind die Welt, aber auch natürlich auch nur mobil. Dann wundert mich, dass Sven das nicht aufgeschrieben hat, auf der 11, T-Online. Oh. Ja, so ein Scheiß benutze ich nicht. Die 10 hat Bernd schon durch Fokus, aber ich glaube, Sven benutzt bestimmt die andere Telekom Mail-App bestimmt. Auch nicht. Die ist auf Platz 9. Telekom kam ich mal. Und dann, Bernd sagte schon wunderschön Spiegel Online. Und jetzt kommt Spiegel Online. Mobile. Ja, Siggi. Und da hast halt Glück, weil du sagst, es ist halt ja schon Spiegel und da hast du mir den genauen Titel schon genannt, da muss ich halt, konnte ich halt einfach den. Hätte das jetzt 2 verschiedene Namen jetzt gehabt und nicht einfach nur Mobile noch da hinten dran oder nicht, dann wäre es natürlich wieder schwierig gewesen, aber so ist alles tutti. Dann Update kenne ich persönlich tatsächlich nicht, außer Platz 6. Ich auch nicht. Platz 5 hast du, mit Kicker. Platz 4, die wunderschöne Bild.de. Aber Mobile. Bild? Bild dir deine Meinung? Ja, bild dir deine Meinung, Bernd. Und das kannst du, deine Meinung bilden zum Wetter ist natürlich auch auf Wetter Online. Ah. Auf der 3. Krass. Alter. Ja. Okay, gut. Von mir aus kannst du weitergehen zu Spiel 2. Ja, alles klar. Da dürfen wir schon mal weiterschalten. Müssen wir weiter selber weiterschalten? Ja. Ja, auf Spiel 2 runter. Oh. Jetzt geht's nämlich weiter. Die Top 30 Länder nach reinem Alkoholkonsum. Warum steht da Globus für Sven? Das ist von damals noch. Und davon habe ich drin gelassen. Das sehen die Zuschauer nicht mehr, aber ihr noch. Top 30 Länder nach rein Alkoholkonsum. Genau, jetzt gibt's erster Band 5 mal 9 Punkte Vorsprung. Sven darf gleich anfangen mit 5 Minuten.
Mit 5 Minuten. Mit dem ersten Wert. Vorher erkläre ich euch dort aber nochmal kurz, was da jetzt hintersteckt. Dann dürft ihr ja, was für dich jetzt der reine Alkoholkonsum? Genau, Top 30 nach Alkoholkonsum. Das in Klammern, reines Alkohol. Zum Beispiel, wir reden von. Ach so, okay. Zum Beispiel ja. Bier, ne? Hat im Durchschnitt kaum 4%, 6%, was meint ihr? 5%. Ja, ich habe mal zum Beispiel ein Beispiel selber hingeschrieben. Zum Beispiel. Angabe 5 Liter, wenn du zum Beispiel ein Land jetzt 5 Liter getrunken hat, im Jahr, ist im Jahr, ne? Ja. Dann entspricht das bei Bier ja zum Beispiel 6%, also zum Beispiel 83 Liter Bier. Wäre dann okay. Vom rein Alkoholkonsum, würde das in der Liste dann 5 Liter. Wenn zum Beispiel, aber es sind ja immer verschiedene Getränke, deswegen, ne? Dass ihr aber wisst, okay, so und so viel. Jetzt müsste ich mich nur noch an die Liste erinnern mit den, am meisten Bier getrunken wird und da noch, ja. Also ich kann auf jeden Fall so viel sagen, 17,6 ist auf Platz 1 und auf Platz 30 ist 11,0. Okay. Dass ihr da schon mal die ungefähre Spanne habt. Pakistan ist auf dem letzten Platz, den Tipp gebe ich euch auch noch mit. Achso, das ist aber sehr nett von dir. Mit 0,1. Also das heißt, ihr trinkt ungefähr in einem Jahr 2 Bier, wenn überhaupt. Krass. Wenn man es so rechnen möchte. Aber dann habt ihr schon mal diese Info. Mhm. So. Diesmal wird Sven verschoben, dann wünsche ich euch jetzt mal viel Spaß. Dankeschön. Gut. Tschüss. So. Bernd. Kriegst du da mehr hin als 9? Da kriege ich eigentlich mehr hin als 9, ja. Ich bin gerade am überlegen, wo ich schon überall, in welchen Ländern ich getrunken habe. Mhm. Und wie da die Leute waren, mit denen ich getrunken war. In Ägypten haben die Kellner nicht mit uns getrunken, die mussten ja arbeiten, aber. Ja. Also es gibt auf jeden Fall so Länder, wo keine Daten vorliegen. Das 6 auf jeden Fall. 6 Länder, wo es keine Daten gibt. Wenn du zum Beispiel davon ein Land nennen würdest, dann würde ich zum Beispiel sagen, nimm ein anderes. Dann wäre es zum Beispiel kein Fehler. Weil weiß man halt nicht. Okay. Aber würde mich schon wundern, wenn du jetzt mir Tokelau nennen würdest. Zum Beispiel. Was ist das für ein Land? Kenn ich auch nicht. Aber ja. Geht natürlich auch im Durchschnitt. Übrigens. Im Durchschnitt, okay. Ja. Okay, gut. Wie viel trinkt der Durchschnitts-Bär-Tee zum Beispiel in einem Jahr? Ein Liter. Zu viel. Auf jeden Fall zu viel. Auf jeden Fall zu viel. Okay, gut. Ja. 3 habe ich schon mal. Wer trinkt denn noch gerne? Ich weiß nicht, Frankreich ist immer so schwer, weil die da nur ihren ollen Weinscheiß da trinken. Ja, aber wenn die auf Wein wenn die, ja, jeden trinken, Tag ihr Liter Wein trinken, ist es auch schon wieder. Ja, du musst jetzt halt denken wie der Durchschnittsfranzose. Wie viel der wohl Wein trinkt. Ja, ich hasse aber. Ich und Frankreich, genau. Bernd, wir sind auf einer Wellenlänge, ich verstehe dich. Ich glaube, ich habe auch also allgemein so. Ich gehe erstmal in die Länder nach Russland, die Ecke, weil die trinken wahrscheinlich viel Wodka und Wodka ja, ist halt. Wenn die so viel trinken wie zum Beispiel Deutschland am Bier. Das haben die natürlich wiederum Vorteil wegen den Prozenten. Haben die wieder wegen den Prozenten, genau. Okay, gut. Dann schreibe ich jetzt mal auf. Dann gucke ich mal, welche Taktik dein Konkurrent ausbildet. Mal gucken, ob der auch so eine coole hat. Du hast noch 2 Minuten 40. Sven! Janik. Was macht diese Saufnase bei dir so? Verzweifeln. Warum das denn? Es geht um die Durchschnittsperson, möchte ich mal anbringen. Also der Durchschnitt, die Durchschnittsperson in dem jeweiligen Land. Wie viel die wohl im Jahr wohl ungefähr trinkt. Ja, das Problem ist, woher soll ich wissen, wie viel die trinken? Ja, das kann man schon. Das geht schon. Ja, das geht schon, sagst du. Hm. Das weiß ich mich überhaupt nicht. Ich selber trinke auch nicht so viel. Ja, vielleicht bist du ja eher so der Typ, der die Statistik in Deutschland runden führt. Ich nicht mehr. Und Bernd ist so der Typ, der dir wieder nach oben führt. Nee. 30 Stück müssen wir haben. Ja. Top 30. Aber es gibt 200 Länder, da kannst du mir auf jeden Fall. Da
die Top 30. Das hatte ich Ben auch noch gerade gesagt. Es gibt 6 Länder, wo keine Daten vorliegen. Solltest du mir da zufällig einen von nennen, dann sage ich einfach, nimm ein anderes. Das wäre zum Beispiel kein Fehler. Okay, cool. Weil man da zum Beispiel ja nicht weiß, okay, da weiß man die Zahl. Ja. Könnte halt krass sein, könnte aber auch nicht sein. Das mal. Schmeiß mal etwas weg, falls es Stockreich schon gab, liebe Zuschauer, dann tut es mir leid. Ja, meinst du, hab ich auch schon weggeworfen? Trink viel. So. Hast du denn schon mal. Wie viele hast du denn, Lüsse, schon zu? Ich guck mal eben. 1, 2, 3. Also, eine Minute hast du auf jeden Fall noch. 18 habe ich. 18. Das ist ja immerhin schon was. Aber ich weiß ja nicht, ob das passt, ne? Ja, geht ja nur um die Durchschnittsversuche. Kannst ja. Das, da kann man eigentlich auch gut was rauskriegen. Ah, ja, weiß ich nicht. Ich sag so. 30 Sekunden hast du ja noch für die anderen 12. Ist das denn so eine Kategorie, wo du dich eher siehst, oder ist das so die Kategorie, wo du wieder sagst, okay, Bernd, viel Spaß? Das ist Bernd eigentlich, ja. Also versuchst du ihn einfach noch ein bisschen hochzutreiben, oder? Achso. Nee, ich versuche es trotzdem diesmal. Ah, okay. Weil sonst hast du halt im Spiel 3 das Problem, wenn Bernd zum Beispiel jetzt 18 nennen sollte oder so, dann musst du halt anfangen mit 27 oder so, zum Beispiel. Ja, das ist eben das Problem. Dann wird es schwierig. Deswegen. Allen gegen Sven, immerhin. Hast ja noch 3 Sekunden, da kann noch viel passieren. Ja, klar. Ich verschieb dich dann schon mal gleich. Ein paar Sekunden hast du. Jo. So, Bernd. Ich hoffe, du hast da 30 schon mal aufgeschrieben. Die Zeit ist nämlich jetzt vor. Nee, 30 habe ich nicht, aber ein paar habe ich schon. Komm, die Seite ist cool. Ich kann auf jeden Fall, ich verschieb Sven auf jeden Fall schon mal hier rein. Die Zeit ist auch. Ja. Dann guck ich mal, wer von euch hier gleich geilen Alkohol-Stuff kennt hier. So. Also ich habe, also die meisten Länder, die ich habe, sind so wirklich Russland. Kann ich jetzt schon mal sagen. Ist Sven schon drinne? Ja. Ja, ich bin auch da. Okay, hi. So, Sven. Dann darfst du mir jetzt eine wunderschöne Zahl nennen. Du darfst nämlich anfangen. Achso, 7. Sven fängt mit 7 an. 12. Lass die Steigerung schon mal höher. 13 von Sven. Okay. 13. 15. Okay, Ben nimmt die genaue Hälfte. Sven? 16. Oh. 17. Was du mitnehmen musst. 18. Viel Spaß, Sven. Ich hab 12 gehabt, ich hab extra hochgestichelt. Hm? Ja, Sven, du hast mir doch gesagt, 18 hast du aufgeschrieben, dann brauchst du mir den ja nur nennen. Ist ja easy. Ja. Dann ist er ja easy, also, für dich. Hey. Okay, also ich hab Deutschland. Erstes, nein, Quatsch. Deutschland ist auf Platz 23. Ach du Scheiße, ich habe jetzt nur den Top 10 gesehen. Oh, nein. Fehlt der Umkreis oder was? Ja, also da bin 11,8 Liter trinkt der Durchschnittsdeutsche am Rhein. Da bin ich glaube ich schon nach Januar bin ich da drüber. So, Sven. Okay. Dann habe ich noch Belgien. Belgien! Hazard und Co. Glaube ich nicht. Belgien ist viel zu klein und ich glaube nicht, dass die so viel Alkohol trinken. Ah, ich glaube. Für 29 hat es gereicht. Für 29 hat es gereicht. Okay. 11,0. Alter. Spoiler-Alarm, genauso viel wie Platz 30. Aber sagte ich ja schon. Okay, dann. Sven fängt hinten an, das will ich auch mal. Fehl ich auch mal. Dann habe ich noch Frankreich. Die Francis. Nee, die trinken. Zwischendurch mein Croissant, mein Baguette. Ja, mein Wein dazu. Ja, Wein, deswegen habe ich. Froschschenkel. Aber ich glaube nicht, dass sie so viel Wein trinken. Dann mal eine Schnecke zwischendurch zum Weinchen. Ja, genau. Aber trinken die auch genug Weinchen? Für 18 auf jeden Fall. Alter, oh, sogar mehr als Deutschland. Ja, Siggi. Stimmt mit den scheiß Franzosen nicht. 12,2. Frankfurt. Nur Frankfurt ist geil als Deutschland. Hast du ihn kam gerade die News, die haben sich gerade abgekapselt. Nee, natürlich Frankreich. Den Tipp gebe ich dir auf jeden Fall. Auch Frankfurt ist nicht dabei, Sven. Da brauchst du jetzt nicht. Okay, mehr. Gut. Noch 15. Ich muss. Bist du wendet oder bin ich das?
Bernd. Hallo? Ja. Hallo. Ich höre Yannick nicht mehr. Ich höre Yannick. Hallo? Ich höre ihn nicht. Ja, ja. Hörst du mich wieder, Sven? Ja. Okay. 15 brauchst du noch. Ja, ja, also Russland. Russland? Ja. Meinst du? Ja. Sicher? Ganz sicher. Wo siehst du die denn? Russland sehe ich tatsächlich in den ersten 10 irgendwo. Ja, das ist okay. Ja. Ja, kann man machen, Platz 4. Nicht schlecht. Ja, 14 brauchst du noch. Dann habe ich noch Polen. Die Polen! Lewandowski, Błażejkowski und noch mehr Oskis. Richtig. Ja, wenn so ein Autoreifen klauen von irgendeinem fahrenden Auto nebenbei, ist natürlich anstrengend, dann muss man auch mal ein Getränk hinten dran. Auf Platz 14. Mit 12,5. Sehr schön. So, 13 noch, Sven. Easy. Okay, dann habe ich noch Portugal. Portugal! Kommt man auf Portugal? Ich habe einfach ewig die Länder aufgeschrieben. Ist okay. Ja, vielleicht ist das ja so ein Trinkspiel, wenn Lewandowski Tor macht, muss man einfach... Muss Ronaldo einen trinken oder was? Ja, muss man einfach irgendwas exen. Das ist so easy. Dann muss man auf jeden Fall schon mal 700 Mal exen. Das wird für die Statistik sprechen. Immerhin ist Portugal auf Platz 11. Alter! Und der Durchschnittsportugiese trinkt 12,9 Liter. Das ist okay. Okay, dann habe ich noch Italien. Italia! Die waren beim Fußball waren sie nicht so geil vertreten, deswegen hätten sie auf jeden Fall einen Grund dafür. Ja. Und deswegen, Sven, kriegst du natürlich dein erstes Kreuz. Echt? Ja. Ja. Lol. Lol. Okay, dann muss ich aufpassen. Ah, mach so weiter, Sven. Schön Fehler machen. Nein, jetzt hör mal auf. Sicher Spielchen von Bernd? Nein, gar nicht. Gar nicht. Irland? Irland! Oh, die Whisky-Trinker. Irland. Das Land der Regenbogen und Kobolde. Und Einhörner. Und Einhörner. Und Whisky. Und Whisky. Da kennt Bernd sie für. Und Bernd kennt sie auch für Platz 21. So wenig nur? Ich hätte sie höher getippt. 0,1 Liter mehr als der Durchschnittsdeutsche trinken, die Durchschnittsieren. Boah. Aber da gibt es ja auch wieder Ausnahmen. Ja, genau. Okay. 7 hast du schon mal genannt, Sven. Fehlen nur noch 11. Fehlen noch 11. Genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Fehler kannst du dir ja noch erlauben, bei 2 bist du raus. Aber kannst du auch einfach 11 Stück nennen, dann ist es natürlich easy. Ja, klar. Schottland? Die Schotten. Der Nachbar. Weiß ich nicht, glaube ich. Ich glaube wohl, weil die nämlich Nachbarn sind, also. Ja, aber das heißt ja nichts. Belgien ist. Belgien liegt auf Land. Ja, aber ich glaube. Ja. Obwohl Whisky, aber der Whisky aus Schottland, der schmeckt nicht ganz so gut wie der aus Irland, finde ich. Ja, deswegen können Sie sich nennen. Okay. Oh. Ja, Yannick, auflösen. Ja, Moment. Sag mir, Schottland ist nicht dabei. Sag mir das bitte. Ja. Schottland ist nicht dabei. Bin ich jetzt nett oder nicht? Hau raus. Oh Mann, ja, ja komm, auf Platz 25, UK. Ja. Hättest du England gesagt, da hätte ich UK okay. Schottland gehört halt auch dazu, genauso wie England, ja. Deswegen, ich bin, also das ist... Das wusste ich nicht, dass das zusammenzählt, ich habe hier jetzt in dem Ganzen aufgezählt. Ja, das habe ich euch vorher auch nicht gesagt, also wenn, so. Deswegen, okay. Bin ich nett. 10 noch, Sven. Zweimal Engel. Nee. Dann habe ich noch das großartige Japan.
Das großartige Japan. Ich glaube nicht, dass die Japaner. Das ist ein großartiges Kreuz. Ja, wollte ich auch. Hallo, ich habe gerade eine Bierwerbung davon gesehen, also die müssen noch nicht kommen. Ja, eine Bierwerbung, aber. Oh, aber auch nur eine. Ja, eine. Okay, Kreuz Nummer 2. Ja, immer noch zu stehen. Lichtmoment, also ich mache am Endeffekt vielleicht gar nichts aus mit dem Netz. Keine Fehler mehr, es werden einfach noch 10 richtige nennen. Okay, dann habe ich noch die Niederlande. Netherlands! Glaube ich nicht. Auf welcher These heraus, Bernd? Die haben wohl viel Bier, aber harter Alkohol ist da so teuer. Und, ja, keine Ahnung. Ja, deswegen müssen wir es auch. Und sind sie drin oder nicht? Das sind 18 wunderschöne Punkte. Ja! Niederlande ist nicht dabei. Kacke. Oh, ich brauche mich gleich nicht anstrengen. Das heißt, Sven muss gleich wunderschön mit 27 anfangen. Ja, toll. Bernd, was hast du noch aufgeschrieben? Ich hatte noch. Ja, komm, Bernd. Tschechien. Bernd ist jetzt auf. Ja, Tschechien hatte ich noch. Auf der 9. Ich habe vor allem viel in den um Russland rum den Bereich genommen. Weil Polen, Russland, so. Hab ich auch. Da dachte ich eine Größe eventuell. Ich fange auf jeden Fall schon mal an. Hatte ich auf jeden Fall auf dem Schirm. Hat Sven war nur nicht. Ja? Hm? Südafrika, okay. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Ja, gleich aber auf mit Belgien. Das spricht natürlich nicht für Belgien, aber hey. Spanien ist auch noch dabei, 11,2. Ach toll, Spanien habe ich extra nicht gesagt, weil du Italien nicht hattest. Bulgarien, Goldstrand, selbstverständlich. Hatte ich auch, Bulgarien hatte ich auch aufgeschrieben. Ich nicht. Bei meinen geilen Storys ist mein FD zu. Dänemark, gute Nachbar. Nicht. Platz 24. Slowenien. Slowenien hatte ich auch. Ja, Bernds Taktik war schon mal nicht so scheiße, sagen wir es mal so. Luxemburg. Hatte ich nicht. Die sind auch drin. Der Sigi, der Durchschnitts-Luxemburger. Die habe ich auch aufgeschrieben, aber nicht. Oh, hätte ich immer gesagt, statt Niederlande. Tja. So. Kroatien. Auch sehr schön. Ja. Was auch sehr schön ist, Australien. Australien, okay. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Die gefährlichsten Tiere der Welt leben da. Da lebt man natürlich so, muss man sich natürlich im Alkohol stützen vor Angst. Ja, die wahrscheinlich viel schwarzgebrannter so in den Outlaws da. Südkorea! Südkorea? Südkorea! Krass. Nordkorea nicht dabei, aber die Südkoreaner trinken umso mehr. Wer auch viel trinkt, sind die Finnen. Ah, genauso. Die alten Wikinger, ne? Ja, genau. Genauso viel wie Südkorea. Genauso wie Lettland. Der nordische Bereich ist gerne bei 12,3. Auf der 13. Grenada. Wolltest du meinen bestimmt auch gerade nennen? Ja. Okay. Serbien. Serbien hatte ich auch. Ich nicht. Portugal hat Sven schon genannt, aber wir haben schon Slowenien, da kommt natürlich das, darf natürlich die Slowakei auch nicht fehlen. Slowakei hatte ich auch. Ich nicht. Also, war ich gar nicht so falsch mit der Taktik, so Richtung Russland den Raum da. Ja, genau. Mit Ungarn hätte es auch nicht falsch gelegen. 13, Ungarn hatte ich auch. 3. Auf der 7, Andorra. Afrika? Andorra. Das ist in Afrika, ne? Nee. Das ist da bei Kroatien oder so in der Ecke. Ah, nee, doch, das ist. Ist noch ein bisschen kleiner als Luxemburg. Ja. Aber doch, für den Durchschnitts Andorianer, wie man die jetzt auch nennt, reicht es, um auf Platz 7 zu sein. Kleines Land, trinkt umso mehr. Passt. Ukraine trinkt auch gerne. Haben wir mal Russland im Nacken, da trinkt man. Ja, Ukraine, da hätte ich auch noch drauf kommen können, ja. Rumänien trinkt auch gerne. Rumänien hatte ich auch aufgeschrieben. Ja, das ist sicher, ne? So. Um Russland herum. Wer ist Russland als besiegt im Trinken? Das ist natürlich auch interessant, zum Beispiel Litauen. Litauen? Mit 50,5 mehr. Nicht mehr, sondern 0,4 mehr.
15,5 mehr als Russland. Ja. Also, wenn Russland eine Wodka-Flasche leer trinkt, trinkt die 2. Ja. Moldau trinkt auch gerne. Ja. Auch ein Miniland. Moldau, Miniländer, die haben ja auch nichts anderes außer Sauf. Ja. Und Weißrussland gewinnt gegen Russland. 17,6. Wenn man das im Bier umrechnen würde, würden die 300 Liter Bier trinken. Alter. Ungefähr. Nicht schlecht. Krass. Kann man auf jeden Fall machen. Bernd mit 27:0 kann man auch machen. Kann man auch machen, ne? Also, ich streng mich jetzt nächste Runde, ich schreibe jetzt einfach nichts auf, ich kuschel mich jetzt hier in meine Decke und warte die 5 Minuten einfach ab, was 27 sagen muss. Ja, ihr dürft schon mal umschalten. Vielleicht passt das ja für Sven. Ja? Spiel 3, die Top 30 der besten Animationsfilme aller Zeiten, laut filmstarts.de. So, ich kuschel mich jetzt hier ein und rede mit Yannick erstmal eine Runde. Ja. Ich streng mich jetzt nicht an, dass... 27 von 30 kriegst du schon. Für den Unentschieden musst du 27 nennen, für 28, um zu gewinnen, Sven. Ist ja okay. Willst du nicht, Sven, willst du nicht einfach so anfangen zu raten? Ich kann auch so einen Sieg schenken. Nein, nee, du kannst die 5 Minuten noch kriegen, du kannst auch jetzt einfach anfangen zu raten. Sven, hast du noch Fragen dazu? Ja. Ich mach jetzt nichts mehr. Also, okay, ganz welche ehrlich, Fragen hast du denn dazu, Sven? So viele Animationsfilme kenne ich gar nicht. Hallo, geh doch einfach mal die ganzen Disney-Filme durch. Ja, siehst du. Du machst das schon, Sven. Das sind auf jeden Fall alles Titel. Sag dir aber. Nein, wie ist das eigentlich bei Mehrteilern? Also zum Beispiel, jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, Cars, ne? Von Disney. Ja, du musst mir schon den genauen Teil nennen. Also dann 1, 2, 3 und... Dann wird mir zum Beispiel reichen, ja. Achso. Aber die würden jeweils 1 erzählen dann, ne? Genau, da fährt dann zum Beispiel Platz 1, 2 und 3. Müsstest du mir dann auch dementsprechend nennen, falls sie dabei sind. Ja. Genau. Ich gebe dir auf jeden Fall, ich meine euch, 5 Minuten Zeit. Viel Spaß mit. Danke. So, ja, Bernd, stell schon mal auf 5 Minuten, Start-Countdown. Bernd, wie geht's dir so? Ach, ganz gut, ne? Also ist schon schön, wieder so zu sein und einfach und wieder genießen zu können. Also willst du nicht um 28 drum spielen? Nein, ganz ehrlich. Wir würden einige einfallen, aber. Ja, wir wissen ja nächstes schon mal mit 20 ist schon. Vom 28 Stück. Also, dann ich guck mal kurz. Der neueste Film ist vom 2009. Ah, die ganzen alten Schäden. Nee, 2015 ist noch dabei. Das ist der neueste, der hier war jetzt. 2015. Der älteste ist. Warte, 1941 habe ich jetzt hier noch. 1937 ist hier noch. Ja? Also 1937 ist der älteste. Ist irgendwas mit Mickey Mouse bestimmt, oder? So bezeichnet? Nee, ist Schneewittchen. Schneewittchen? So alt ist der schon? Ja, tatsächlich. Ich war auch so Brainfuck. Alter. Da dachte ich auch so, boah, für 37? Das habe ich ja noch als Kind geguckt. Den haben wir auf VHS, haben wir den. Hm. Ich glaube, haben wir den noch auf DVD? Ne, auf DVD haben wir den nicht. Ja, oder wenn man hier auf so guckt, Dumbo und Bambi. 1941, 42. Ja, finde ich echt Bambi. Heftig. Welcher Film ist denn das von 2015? Alles steht Kopf. Ach, der war auch gut, ja, das stimmt. Der ist ja auch reingekommen. Der ist auch reingekommen, krass. Also von denen, tatsächlich Platz 1 kenne ich zum Beispiel nicht. Bin ich mal gespannt, ob einer von euch das nachher kennt. Aber so meiste kennt man auch. Ja, König der Löwen und sowas. Es gibt auch einen Film aus Israel, den kann ich zum Beispiel auch nicht. Aber hey. Der ist da auch mit drin, ne? Und hier ist ein Film aus Israel dabei. Also meistens ist natürlich was, was ich so. Ja, so. So aus, die von Klassiker, Disney, so, halt. So Disney. Disney Pixars und sowas. Und auch nicht zu vergessen hier von den Ghibli Studios. Da sind auch ein paar Sachen dabei. Was haben die denn? Für Heroes Reise und so. Ah, okay, gut. Das zählt auch noch mit rein. So. Achso. Ich bin gespannt, ob Sven davon gleich 28 einfangen. Wäre schon krass. Also dann hat er den Sieg auch verdient. Dann hätte er es verdient, ja. Aber... Also, ich glaube, ich habe auch fast alle... Ja, ich würde sagen, 20 davon habe ich auf jeden Fall gesehen.
Ich werde, also wenn du gleich, wenn wir gleich alles vorlesen und so, dann kann ich auch gucken, was ich alles gesehen habe davon. Mhm. Ist aber wahrscheinlich auch eine ganze. Ja, aber das meiste ist auf jeden Fall bekannt und sind auf jeden Fall Filme, die man bestimmt schon mal als Kind gesehen hat. Ja, das bestimmt. Ist in der Regel, also bei den Ghibli-Filmen ist es immer ein bisschen anders, da komm, darf man nicht als. Da ist man vielleicht mal ein bisschen verstörend oder so, wenn aber bei, was weiß ich, bei Shihiros Reise irgendwie so ein, dieser komische schwarze Viech da rumläuft mit der Maske und dann Leute isst. Ah, ja, genau, der. Für Kinder vielleicht nicht so gedacht, aber hey. Als ich den das erste Mal gesehen habe, ich glaube, da war ich so um die 8 oder so. Mhm, geht schon. Ja, da war ich echt verstört nach dem Film. Ja, ich habe mich auch immer so eingeguckt und ja. Oh nein. Dann hatte ich den jetzt, wann habe ich den das letzte Mal gesehen? Vor 2 Jahren oder so? Ich glaube, letzten Monat oder vor 2 lief der mal nebenbei. Ich hab das den, kann da, sein. Da habe ich, hab ich den nicht richtig geguckt, aber der lief halt nebenbei. Ja, ich weiß gar nicht, wann ich den das letzte Mal gesehen habe. Ja. Da war der, glaube ich, irgendwie auf Amazon Prime oder so, war der kurz verfügbar. Da habe ich mir den nochmal reingezogen. Mhm. Sind auf jeden Fall sehr gute Filme. Die Sven dann bestimmt auf jeden Fall schon mal aufgeschrieben hat. 1:20 hat er noch. Ich guck mal kurz, was er so macht. Ja, geh mal kurz gucken. Hast du 1 Minute Ruhe? So, Sven! Hm? Machst du auch eine Köche wie Bernd oder was? Ich bin auch ganz frei, ich bin aber so richtig, ne? Hm. Das Problem ist, die meisten Filme kenne ich nicht mehr vom Titel. Ich weiß wohl, wie die halt handeln und so, aber ich kann den Titel nicht sagen. Ja, wenn du mir eine genaue Beschreibung gibst, dann mal gucken. Muss aber auch eine, muss das schön. Oder wenn du mir ein Lied daraus singst, dann. Scheiße. Hey. Und das müssen aber Kinofilme sein, oder? Animationsfilme. Die müssen nicht unbedingt im Kino gewesen sein, aber das ergibt sich eigentlich. Also meiste kennt man. Ja, weil ich weiß nicht, zum Beispiel ob Bambi oder damals irgendwie so früher im Kino lief, weißt du? Aber so ist halt ein Disney-Film, ne? Ja, ich weiß nicht, ob das damals im Kino lief oder ob es sowas im Kino das ist egal. Also ich schätze mal, Bambi wird auf jeden Fall im Kino gelaufen sein, aber das ist im Endeffekt egal. Okay. Hast noch 20 Sekunden im Übrigen. Aber... Scheiße. Hey, für 28, was? Oh hey, also wenn man so ungefähr weiß, also die Classics of the Classics. Schieb dich schon mal rüber. So. Oh, hi. Was ist los? Weißt du, ist mal einmal kurz nicht bei Sven im Raum, lässt er der direkt. Schlimm mit dem Jungen. Ja, Ben auch nicht gekriegt. Der arme Junge. So, Sven, du darfst anfangen, weil du aktuell hinten stehst. Ja, cool. Mindestens 27. Wie viel nennt 27 reicht für ein Unentschieden, 28 für ein Sieg. Wie viel möchtest du mir nennen? Aber sag 30. 27 muss ich ja. Also möchtest du versuchen, ein Unentschieden zu erspielen? Erstmal wohl. Okay. Ben, und möchtest ich du... sag, weißt du, was ich jetzt sage? Achtung, du darfst es selber machen, Sven. Aber das ist scheiße, ja. Hättest gedacht, ich sag jetzt. Ich hab ja schon gesagt, dass du dran bist. Hast du gedacht, dass ich 28 sage? Ich dachte, du denkst nicht dran, so aus dem Prinzip, dass du mich immer übersteigern willst, weißt du? Und dann. So, ja. Ja, aber Sven ist heute zweimal dran, das gibt's auch nicht oft. Nee, das gibt's auch nicht oft. Aber ich glaube, in der letzten Folge, da war Sven auch zweimal, oder? Ja, weil ich dann die Regel schon eingeführt hatte mit der da hinten. Ja, mit dem zum Schluss. Hier. Ja, da musst du, musst Sven sogar auch 27 nennen für Unentschieden und 28. Ja, oder 28. Oder 28, ja. 29. Auf jeden Fall ein irgendwie auch da. Plus minus ein. Okay. Naja, Sven, jetzt machst du es aber. Letztes Mal warst du auch, hast du irgendwie auch 20 von 28 geschafft. Jetzt schaffst du vielleicht sogar 28 von 28. Ne, 27. Ich hab 5 oder so aufgeschrieben. 5 hast du aufgeschrieben. Ja, dann fehlt dir nur noch 22. Hey. Ja. Dann mach mal. Also, als erstes habe ich die Eiskönige. Frozen. Frozen. So, keine Ahnung. Frozen. Jemand mit Olaf. Frozen. Jetzt kommst du nicht dabei, ne? Dann. Frozen. Dann Frozen weiß ich auch. Ab welchem Jahr war das? War das neuer als 2015, Bernd? Ich glaube schon, oder? Frozen, war das? Ich glaube. 17, 18, oder? Frozen. Das ist jetzt wichtig. Jetzt hat er mit Frozen gesagt. Hätte ich gesagt, hätte ich auch geguckt. 2013 ist der Film sogar, also. 13?
Von 2013 ist. Ja, Frozen 2 kommt dieses Jahr. Genau. Ja, ich dachte von 70. Jahr, Alter. Nee, nein! Von, nee, von 13. Finde ich auch krass. Krass. Weißt du, was noch krasser ist? Das ist dein erstes Kreuz. Ich freue mich schon auf die Cam-Aufnahme von Sven. Und ich mich. Hey! Ben, soll ich einen für dich machen? Ben, darfst du einmal mit einbeziehen. Okay, Ben ist ich, dann, bin Ben, ich bin Ben der Joker, Sven. Okay. Nein. Dann habe ich noch König der Löwen. Welchen? Der erste? Den ersten? Den ersten, also den alten, will ich mal probieren. Ja. Der König der Löwen. Nee, der ist natürlich dabei. Bei 10. Ja, von 94. Ich schreibe einfach mal das Jahr immer dahinter. Das finde ich nämlich ganz interessant tatsächlich. Oder nicht, dass die Leute gleich denken, dass der Teil. Teil. dann habe ich noch Cup und Kappa. Ja. Cup und Kappa. Wie, hast du gern geguckt damals oder wie kommst du gerade darauf? Ich hoffe den damals. Ben, was meinst du denn? Cup und Kappa mochte ich auch. Aber ja, war auch schön. Ne? Und Cup und Kappa war schon cool. Sag schon, dass ich dabei bin. Der ist nicht da drin. Ist nicht drin. Hätte ich auch gesagt, Cup und Kappa. Ja, aber nee. Willkommen, Sven, noch hast du deinen Joker. Nimm ihn. Mach einfach 26 in a row, dann ist alles gut. Bernd darf, wenn Bernd sogar was Falsches sagt, dann lässt das nicht als Fehler gelten. Nett. Okay, dann macht Bernd jetzt einmal eben. Ja. Ah, oh, da haben Janik und ich sogar noch drüber geredet. Und ich sage, alles steht Kopf. Hey, ist hey. Ja. Es gibt übrigens auch andere Sachen als Disney Sven, also die dabei sind. Und Pixar. Ja, ja, ja. Das ich finde doch mal mit Story. Vielleicht ist das ja drin. Findet Nemo hab ich. Ah, wann kam Findet Nemo raus? 2004, 5, 6, 7, das ist auf jeden Fall. Ja, ungefähr da so, ja, da glaube ich auch. Findet Nemo, 2003. Ja. Ist nicht drin. Ich hatte sogar das PlayStation-Spiel, also das muss jetzt. Jedes Spiel kommt als PlayStation, jeder Film kommt als PlayStation-Spiel raus. Hm, das stimmt es nicht. Was aber nicht stimmt, dass es dabei ist. Hey, zwei hast du geschafft, Sven, ey. Damit geht der Sieg an Bernd. Ja, wer hätte es gedacht. Anstatt die Guten zu nennen, Sven. Die Top 30 sollst du mir doch nennen. Schneewittchen zum Beispiel. Ja, Schneewittchen wäre dabei gewesen. Mochte ich nicht. Ja, es geht um die Besten, nicht, was du gut findest. Ja, wenn ich was nicht gut finde, ist das für mich nicht das Beste. Okay, komm, Janik haut jetzt raus. So, Janik haut raut. Robin Hood. Okay. Mit dem genau. Als Robin Hood mit Fuchs dem, war. Mit Robin Hood als Fuchs, ne? Ja, genau. Mochte ich gar nicht so gut. War okay, also für mich war es auch ja, nicht der Geist, aber hey, war halt einer von zu den 30 Besten gehört, da hätte ich doch lieber einen. So, ihr dürft jetzt vervollständigen. Falsches Spiel mit. Was für ein Spiel? Falsches Spiel mit, ja? Verfolgt Maus. So. Roger Rabbit natürlich. Was? Roger Rabbit, falsches Spiel mit Roger. Muss ich mir jetzt ein Bild zu angucken. Wer ist das denn? Das ist dieses, ich glaube, das war der Film, wo das teilweise animiert war und teilweise nicht. Aber das ist trotzdem alles animiert. Spiel mit Roger Rabbit. Ja, ist der, wo die, mit dieser rothaarigen Frau, ne? Ja, genau. Genau, das ist ja so. Teilweise animiert und teilweise nicht, genau. Ja, genau. Da kommt diese Frau also her von Roger Rabbit. Das ist besser zu finden, Nemo, ey. Na? Bernhard und Bianca ist auch besser anscheinend. Bernhard und Bianca mochte ich auch nicht. Ging so. Am besten war der. Hat auch einen zweiten Teil, glaube ich, sogar. Die Möwe. Oder war das? Ja, gab's da nicht sogar eine Serie von? Weiß ich gar nicht. Nee, eine Serie gab es, glaube ich, auch. Ja. Weil mehr wird halt auf jeden Fall. So, okay. Jetzt. Moment. Der Film. Der nächste Film.
wundert mich, dass Sven den nicht genannt hat. Denn der kommt aus dem wunderschönen Iran. Iran? Persepolis von 2007. Kenne ich auch nicht, aber hey, das ist aber. Ich guck mir dabei jetzt nebenbei noch Bilder von dem Film an. So, Platz 26. So viele waren es, hättest du wenn wir noch nennen müssen für den Sieg. Toy Story. Ja. Ich sag doch, Story. 2, aber. Hab ich nicht gehört. Von 1999. Platz 25. Die Hunde sind los. Toy Story 2 sogar. 26. Ja. Die Hunde sind los. Das ist kenn ich nicht. Das geht an, das ist, ich frage auch nicht nach dem Film, kennst du wenn oder kennst du nicht. Trotzdem. Die Hunde sind los. Um den Film geht es darum, Bilder sagen wir mal. Ja, da geht es halt darum, dass sie in einem Versuchslabor sind am Anfang und und dann wird halt Experimente daraus gemacht und versuchen halt zu flüchten. Ja, genau. Darum geht's. Mhm. Finde ich auf jeden Fall krass, also hat mich direkt interessiert, als ich das gelesen. Auf jeden Fall, 24, kennt man vielleicht eher, 2008, Wall-E. Wall-E, das war ein guter Film. Mann. Das ist mir gar nicht eingefallen. Mit Eve. Ja, genau, Eve. Eve. So, jetzt kommt der fantastische und einzigartige. Der fantastische und einzigartige. Ja, fantastische. Mr. Fox, selbstverständlich. Mr. Fox? Ja, Mr. Fox. Was? Okay. Auch da war ich. Von den Bildern her war es okay. Gesehen auf jeden Fall. Gehört auch schon mal, aber habe ich selber nie gesehen. Aus dem Jahr 2009 übrigens. Kann natürlich schon nach unserer Generation gewesen sein. Der fantastische. Das bleibt uns nicht bei jetzt auf ganz der Google, was ist. Jetzt ein Film, Also das sagt man auch was, aber da wäre ich nie drauf gekommen. Auf der 22 ist ein Film, der sehr gut ankam. Animationsfilm heißt ja auch nicht gleich Kinder, ne? Mhm. Scanner Darkly. Was? Mit Keanu Reeves ist der. Das hat so einen besonderen Zeichentrickstil. Ja, nicht Zeichentrick, Animationsstil. Hab ich auch nie gesehen. Das ist sogar, ist nicht sogar Robert Downey Jr. dabei? Da sind auf jeden Fall viele Stars dabei. Das vom Stil her auch wohl. Irgendwie mit. Auch, geht um. Ach, das auch hier. Von den Bildern her. Ja, danach bin ich auch weggegangen. Alle steht Kopf, als werden wir sogar noch genannt. Das hab ich gesagt. Das hat Ben genannt. Ja, ich weiß, aber ich will Sven dann noch gewinnen hier. Sven ist Joker. Ach, okay. Auf 20 hat Sven mir auch nicht genannt. Kann ich auf jeden Fall sagen, das stimmt. Ist auf jeden Fall, ist auch wärmer. Ratatouille. Chios Reise Zauberland. Ah. Was? Ja, auch. 2001. Haben wir auch gerade noch drüber geredet. Zauberland. Das fand ich auch cool. Süß? Als Kind war es verstörend. Fandest du? Wie dieses fette Ding da alles mögliche frisst und immer dicker wird und dass die Eltern nach dem Essen auf einmal zu Schweinen werden. Als Achtjähriger das zu gucken, ist ein bisschen creepy. Nee. Nein. Also ich so diese Aussagen von Sven passen immer mehr in dem Bild hinein, wie ich ihn einschätze. Ich verstehe, wie er so geworden ist. Ja, ich auch. Er hat auch einen Film, den Sven nie gesehen hat, gehe ich mal einfach davon aus, wenn der Wind weht. Aus dem Jahr 1986. Oh Mann, so. Wenn der. Was sagst du dazu, Sven? Ist er gut? Passt. Nie gesehen. Das denke ich mal, kommt mir auch nicht Kind. Obwohl, ist ab 6, ja, okay, sagt sie nicht so. Ich würde gerade sagen, kommt mir nicht so kindlich vor. Aber... Ah, okay. Siehst du dieses Cover, Bernd? Mit dem Atompilz im Hintergrund? Ja. Oder mit dem Flugzeug?
Ja, genau, also mit sowieso auch die Rückseite davon, mit, wo die einfach nur auf Atombombe sitzt. Deswegen wollte ich gerade sagen, sieht mir nicht so kindlich aus. Aber hey, Atombomben für Kinder, alles gut. Hey, gehört zu, auf, ist auf jeden Fall auf Platz 19. Der nächste, ist aus Israel, Gandahar. 1988. Also Sven, du merkst schon, teilweise war schwierig. Aber hey. Alter, was sind das für komische Bilder zu Gandahar? Okay, ich hab direkt einfach mal Film drin. Okay, Film sind wieder anders. Ja, hier auch dieser Roboter, der diese nackte Frau da trägt und sowas. Hm. Ja, okay, Animationsfilm heißt ja, wie gesagt, nichts unbedingt für Kinder. Die nächste Sache, wo wir alle gleich googeln werden, Waltz with Bashy aus dem Jahr 2008. Waltz oder Waltz? Waltz, wie also, mit Waltz. LT. With Bashir, Entschuldigung, with Bashir auf jeden Fall. Auch kriegsmäßig. Wir kriegen einen Kriegsfilm, ja. Hm. Wir haben vermutlich einfach einen ganz normalen Status. Kommen wir mal aus dem Krieg heraus und gehen wir zu Schneewittchen. Da muss, glaube ich, keiner googeln. Nee. Aber wo man... Habe ich sogar letztens noch das Marschlied von denen gehört. Dieses Hi-ho, hi-ho, wir singen und sind froh. Aber aus dem Jahr 1937 finde ich halt wirklich heftig. Ist schon krass, ja. Platz 15 so, kenne ich. So gut die Netflix-Variante habe ich davon gesehen. Watership Down. Watership Down. Unten am Fluss. Das mit den Kaninchen, die abhauen müssen aus ihrem, wo ein Teil davon abhaut, weil die Menschen kommen und dann, ja. Ach, das, hin. Ja. Kennt man. Auf jeden Fall. Nix für Kinder? Gab, glaube ich, auch damals das Problem, dass man gedacht hat, das ist ein Kinderfilm und dann sterben auf einmal Kaninchen brutal. Das war für Kinder nicht so geil. Aber hey, war ja nicht mein Problem. Beim Cover sieht man das auch nicht, ne? Wenn du das Cover jetzt ansiehst von dem Film und dann... Ja, stimme ich dazu. Das finde ich auch krass. Auf Platz 14, was Sven bestimmt auch mega krass fand, war die Monster AG. War auch ein geiler Film. Du bist nur salzig, Sven, ist doch okay. Sven, du kannst auch schon auflegen. Platz 13. Kenne ich, habe ich tatsächlich aber selber nie gesehen. Das dann der wunderschöne Film Mein Nachbar. Moment. Kenn ich nicht. Mein Nachbar Totoro. Ach, Mein Nachbar Totoro. Ach ja, klar. Ja, gut. Ich wollte sagen, welcher Disney-Film hat... heißt, oder welcher Animationsfilm heißt einfach Mein Nachbar. Aber mein Nachbar Totoro kennt. Mein Nachbar. Da kann man auch viel interpretieren. Ja. So, der nächste Film. Kennt man, hat jeder schon mal mindestens auch selber gemacht. Barfuß. Durch Hiroshima, wer kennt ihn nicht? Echt jetzt? Ja. Auch nie, auch selber nie gesehen. Barfuß. Ey, ich finde schön, dass ich Ben jetzt so viele Filme nennt, wo er selber googeln muss. Ja. Alter, ist das ein. Von 83. Alter, das eine Bild, wo das Auge rausfliegt. Ja, gut, ich hab's nie gesehen, Gott sei Dank. Also, das ist. Ja. Alter, heftig. Vermutlich, kann man machen. So Sachen, die einen bestimmten Hintergrund haben, die haben natürlich was. Aber, ne, wenn man GPT heißt, dann ist das sowieso egal. Prinzessin, ne? Auf der Erbse. Mononoke. Muss ich auch gut. Ey, ich hatte, glaube ich, noch nie. Den kennst du aber, Bernd. Den kennst du aber, Bernd. Mononoke. Prinzessin? Mononoke. Das mit diesem Schwein, was auf einmal Titan gekriegt. Und dann mit. Mononoke. Noke. Ja. Auch Gimli. Ach, das! Ja, doch, das. Ja, das ich wollte sagen, das kannst du mir jetzt nicht erzählen. Was man auch kennt, ich kenne zum Beispiel die Scarlett Johansson trägt einen engen Anzug-Variante. Ghost in the Shell. Gab's auch als Film, gibt's als Serie, gibt's
demnächst sogar noch eine Version von Netflix ab nächsten Jahr, meine ich. Shell aus dem Jahr 95? Ja. Oh Mann, ey. Ja. Ich weiß noch bei der Scarlett Johansson-Version, als er mal einen Trailer zu lief und Band gesagt hat, ich verstehe die nicht, ich will die nicht gucken. das kann ich noch. Das habe ich gesagt, ja, das kann sein. Hm. Weiß gar nicht, hatten wir da geguckt, dass wir diesen Gangbang-Essen da? Weiß ich gar nicht. Ich weiß es nicht mehr. Aber hey, egal. Ja, egal, weiter. Hat auch eine große Fanbase dahinter. Band hat Nummer 8 aber schon mal genannt heute. Ratatouille. Ha. Hätte ich mal eine Sache, wo Band nicht googeln muss. Ja. 2007. Und was, apropos 7, auf Platz 7. Hat Sven auch nicht genannt. Dumbo. Aus dem Jahr 1941. Auch schon so alt. Bambi kam ein Jahr später. Kam aber Platz höher. Ey, die haben nur ein Jahr zwischen Bambi und Dumbo gebraucht. Vor allem damals wurde ja auch noch alles gezeichnet, ne? Ja, das fand ich auch heftig. Das ist krass. Deswegen war halt damals schon krass. Damals, ja. Ich freue mich schon, wenn Bambi dann neu mäht, wenn die Mutter brutal ist, dann schossen wir da. Ja, wie willst du das sonst darstellen, ganz ehrlich? Ja. Musst du dir anfassen. Band, halt schon mal Google-Bereich, plus 5. Ja. Akira! Akira sagt mir sogar was. Akira. Ja, das habe ich selber auch nie gesehen, aber kenne ich auch. Nein. Ja, das hat auch eine dicke Fanbase hinterher, der soll auch... Ist mit so einem Motorrad oder was? Ja, genau, das kriegt auch eine echte Verfilmung. Demnächst kommen, also das kommt demnächst nochmal ein richtiger Film zu. Aber nicht von Disney oder sonst sowas. Dann hat man auch gesehen in Ready Player One. Ja. Der Gigant aus dem All. Ja. Finde ich auch, gehört dahin. Ich fand ihn auch nice. Das Kind fand ich den geil. Und traurig. Aber hey. So oft gesehen als Kind, oder? Ja, genau. Ja, stimmt. Mhm. Ich musste das Bild nochmal dazu gucken, aber das war ein echter Klassiker. Mhm. Und auch traurig, wie am Ende wie Superman einfach, sag ich mal. Ja, gut, ist nicht Spoiler, 1999, also wird dann explodiert und dann, weißt du, so, ist das so gefühlt, so die After-Credit-Szene, dann die Teile sammeln sich wieder. Mhm. Das war dann, damit das Kind nicht so verstört ist. Ja. Platz 3, wer auch nicht verstört ist, war bestimmt Mowgli aus Dschungelbuch. Mowgli, Dschungelbuch, ja. Hätten wir damit angefangen, Sven. Mhm. Weil das hätte ja auch bei Gandalf und Wolfsbeffie hätte das auch nicht geholfen, aber hey. Ich hab dir jetzt aufgeschrieben. Was ihr auch aufgeschrieben habt, solltet, ist das Schloss im Himmel. Gimli lässt wieder grüßen. Schloss im Himmel, sag mal auch was. Ja, auch sag mal auch was. Mhm. Schloss im Himmel, ich will gucken. Ja. Naja. Kennt man auch. Ja. Jo. Ist so ein damals auch als Kind, wenn Chiros Reise ins Zauberland lief, dann kam der Film eine Woche später auf Super TV. Genau, wenn da die Gimli-Wochen waren. Mononoke lief dann eine Woche davor oder so. Ja. So, und jetzt auf Platz 1 zu den von den Top 30 der besten Animationsfilme aller Zeiten. Da bin ich auch gespannt. Auch ein Film, der nicht für Kinder gemacht ist. Behaupte ich mal kurz. Weil. Das soll ein krasses Ende haben. Die letzten Glühwürmchen. Auch wieder googeln. Ach ja, nee. Hey, ich hatte nicht gerne nichts für. Die letzten Glühwürmchen. Ja, das sieht aber auch krass aus. Von den Bildern her sagt mir das einfach gar nichts. Na, das soll mega krass sein, tatsächlich. Nee. Ja, aber auch selber nie gesehen. Ich glaube, ich werde es auf jeden Fall aber auch mal nachholen. Da steht auch 6 Jahre, aber wenn ich dann schon wieder sehe, wie so verbrannte Typen und Feuer und Tod. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie Gimli das macht, dass er dann 6 ist, aber hey. Ja, aber zwar ist es auch anders. Ja. Und dann wurde man höher gestuft. Ist das überhaupt Gimli? Ich glaube nicht. Ja. Was, 45? Ach krass. Wegen zweiter Weltkrieg. Na gut. Tja. Auf jeden Fall heftig. Finde ich gut. Ich glaube gut.
Hat auch allgemein sehr gute Bewertungen. Ist auf, das habe ich aber, denke ich mal, auch viele Filme genannt, die, wo man sich jetzt denken kann, okay, muss ich nachholen. Mal gucken. Yannick? Und Bert hat natürlich gewonnen. Das auch, ja. Was ich noch erwähnen will, ja? Wollen wir in dieser Folge noch eben sagen, dass das All-In-Finale auf jeden Fall noch kommt? Genau, das All-In-Finale wird auf jeden Fall nochmal kommen. Holger ist aktuell noch in der Drogenklinik, der kann aktuell nicht. Der kommt auf den Zug. Mitte November, also für euch ist er schon raus. Aber bei uns sitzt er halt noch mittendrin, in der gelben Gummizelle. Das. Wenn man Storys erzählt, hat Sven ja auch schon gemacht. Hey. Auf jeden Fall, dann kommt er auch nochmal nach. Dann werdet ihr es im Dezember noch sehen, was der Kanal da noch besteht. Mit vier Mann. Sven hat es ja schon gecallt. Deswegen, wenn der große All-Out nicht stattfindet. Ja, wenn es All-Out. Das All-Out finde ich auch geil. Oh Mann, ey. Das wäre auch so ein Beat, der All-Out hat stattgefunden. Krisenalarm. Ja. So Bildtitel. Aber Bernd hat seinen Titel erfolgreich wieder verteidigt, umgeschlagen weiterhin. Ja, wenn man das nächste Mal auf mich wette, dann kriegt man sogar Minus raus. Weil die Quote so klein ist. 1,00001. Ja, oder 0,99999. Man kann nicht gewinnen, wenn man auf mich tippt. Ja, nächstes Mal muss man dann irgendwie Spiel 1, Spiel 2 und Spiel 3 Pokémon. Ja. Dann gewinnt Sven ja mal. Ja, aber wir müssen es cool machen. Dann machen wir nächstes Mal Spiel 1, 2 und 3 Harry Potter. Dann gewinnt. Nimm mit 30 Charaktere. Gut, Sven, du musst 28 nennen. Stell mir auch geil vor. Ja, da gab's noch einen Harry oder so, ne? Wie war's denn? Hier, der Typ ohne Nase da. Einer hieß doch noch für ein Tier oder so. Wie Schlange oder Snake, wieso? Ja, vor allem Snake auch. Ja. Da habe ich hier Snake. Da-dum. Der heißt Snape. Und einer ist vom Turm gefallen, den gibt's auch noch, ne? Ja. Oh Mann, ey. War Hammelohr. Hammelohr. Oh Mann, Leute, ey. Das war auf jeden Fall wieder Wer bietet mehr? Spoilerschutz gab's auch noch hinten dran. Am nächsten saßen wir es dran mit, okay, wie sieht der Film aus? Gerade, aber hey. Wir haben jetzt wieder einen neuen Film genannt. Hoffentlich habt ihr jetzt ein paar Filme für euch. Wo ihr jetzt denkt, muss ich mal nachholen. Auch vor allem die neue Generation hat bestimmt noch ein bisschen was verpasst, was nach uns kam. Und ich hoffe, euch hat das neue Design auch gefallen. So, wie das alles auch ein bisschen neu aufgebaut ist und so. Lasst auch dafür mal ein Feedback da in den Kommentaren. Like und Dislike, Verhältnis, könnt ihr auch mal benutzen hier. Und 90% unserer Zuschauer haben noch kein Abo, deswegen macht mal ihr Fotzen. Haut rein, ciao. Ciao. Tschüss.